Herzlich willkommen zum siebten Teil unserer zwölfteiligen Serie, die größten Fehler im Verkaufsgespräch, die größten Fehler im Verkaufsprozess. Und heute geht es um eine, ja, man kann schon sagen, psychologische oder Sozialkompetenz, nämlich die Fähigkeit, Empathie nicht nur zu spüren, zu fühlen, sondern auch zu zeigen. Was bedeutet das? Egal, was du verkaufst, vermittelst an Dienstleistungen, Produkten oder digitalen Produkten, letztendlich wirst du immer mit Menschen arbeiten. Das heißt, dein Geschäft ist ein Menschengeschäft. Auf der anderen Seite sitzt entweder mindestens ein Entscheidungsträger oder, wenn du gerade im B2B-Bereich unterwegs bist, auch ganze Gruppen von Entscheidungsgremien. Und diese Menschen, Einzelpersonen oder Teams gilt es zu überzeugen. Es gilt dann auch zu respektieren, wer überhaupt eine Entscheidung treffen darf und wer nicht und was auch die Voraussetzung in dem jeweiligen Kontext dieser Entscheidungsträger ist. Gibt es einen Budgetplan? Gibt es eine vorgesetzte Führungskraft? Gibt es ein Kontrollgremium? All das gilt es zu erfahren, zu erspüren und auch zu wertschätzen. Was genau bedeutet nun Empathie? Bedeutet es nur, dass du seine Gefühle ertastest? Also das deutsche Wort heißt so viel wie Einfühlungsvermögen. Aber es geht längst nicht nur um Gefühle und Wünsche und Träume des anderen, sondern es geht noch um weitaus mehr. Es gilt nämlich herauszufinden, was konkret der Anlass ist, weshalb jemand bei dir im Laden steht oder sich eingetragen hat oder dich angerufen hat oder, wenn du ihn angerufen hast, weshalb er mit dir sich unterhalten soll. Es geht also um die Identifikation, um die Ermittlung der Gedanken, der Motive auch deines Gesprächspartners. Wenn man das alles zusammenfasst, das heißt die Gefühle, die Wünsche, die Träume, die schlechten Erfahrungen, die nicht wiederholt werden sollen, die Ziele, die Motiven, die Gedanken, die dein Gegenüber hat, dann können wir das Ganze zusammenfassen in die Welt des Anderen. Das Entscheidende also für einen guten, empathischen Kommunikator, Führungskraft oder in dem Fall Verkäufer ist, dass er die Welt des Anderen aufklärt, versteht und auch dafür Verständnis hat und überhaupt bereit ist, dafür sich zu öffnen, also Interesse zeigt. Es gibt einen guten Spruch, der heißt, du bist anderen Menschen so lange egal, bis du sie davon nicht überzeugt hast, dass sie dir nicht egal sind. Also die Menschen interessieren sich erst für dich und deine tollen Produkte und Dienstleistungen, wenn du zuvor glaubhaft vermittelt hast, dass du sie für sie interessierst. Und das beginnt mit der Empathie, nämlich damit zuzuhören, wer der andere ist, wo er hin will, warum er da ist, welches Problem er hat und welches Budget er auch hat, das er einsetzen kann. Das bedeutet also, du brauchst in all deinen Gesprächen, aber auch in deinen E-Mails, in deinem Content, auf deiner Webseite, auf deiner Landingpage, brauchst du immer wieder auf Fragen zur Ermittlung der Situation deines Gegenübers. Das bedeutet gerade zu Beginn der Gesprächsphase, zur Anbahnungsphase, dass du viele Fragen stellst, wo der andere in offenen Fragen sich auch offenbart und mitteilen kann. Klassischerweise sind das W-Fragen. Wie geht es Ihnen? Was hat Sie zu uns geführt? Was genau sind Ihre Vorstellungen? Welche Erfahrungen haben Sie schon gemacht? Wie genau wollen Sie vorstellen? Wann soll das Problem gelöst sein? Welche Mittel haben Sie zur Verfügung? Also klassische W-Fragen, mach dir dazu eine Liste. Und halte die gerne in der Smalltalk-Phase. Wenn du also persönliche Gespräche führst, dann auch die entsprechende Abschluss- oder Vorabschlussfrage, bevor du zum eigentlichen Angebot kommst, dann auch parat. Diese Vorabschlussfrage ist die sogenannte Paraphrase. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Müller, dann haben Sie bisher immer ein Verbrennerauto, also ein Diesel gehabt und Sie wollen jetzt aber wechseln zu einem E-Auto, aber den Wechsel noch nicht komplett machen, vielleicht eine Hybridlösung. Sie haben von Ihrem Bruder gehört, dass der ein vollelektrisches Auto hat und tatsächlich nur die halbe Reichweite hatte und von Ihrem Cousin haben Sie gehört, dass das Fahrzeug tatsächlich in der Garage abgebrannt ist und wenn ich Sie richtig verstanden habe, hat Ihr Arbeitgeber gesagt, dass ein reines elektrisches Auto nicht in die Garage kommen darf und Ihre Frau hat aber auch gesagt, dass dann zumindest das Auto auch für Kinder ausgelegt sein muss. Habe ich so richtig verstanden, was Ihre Bedürfnisse aber auch Erfahrung sind? Das bedeutet also, die Paraphrase ist für dich ein Instrument, um klarzustellen, sowohl dir selbst als auch dem anderen, dass du nicht nur zugehört hast, dass du dich interessierst, sondern dass du auch tatsächlich seine momentane Situation in seiner Welt erfasst, erkannt hast und auch verstanden hast. Und das ist viel Wertschätzung. Und erst mit dieser Empathie, mit der Wertschätzung für die Situation und die Welt des anderen, ohne das zu verurteilen, sondern einfach nur zu verstehen, macht es natürlich wesentlich leichter, dich als freundlicher Dienstleister zu positionieren. Ich bin mir sicher, dass in Deutschland solche Verkaufsgespräche eher noch in der Minderzahl sind. Aber das ist keine schlechte Nachricht, das ist eine gute Nachricht, denn so ist für dich leichter, einen Unterschied zu machen. Einen kleinen Wettbewerbsvorteil dadurch aufzubauen, dass du all deine Prozesse, die persönlichen Gespräche, aber auch die digitalisierten, automatisierten Prozesse
empathischer aufbaust, einfühlsamer, dass du also die Welt oder die Probleme oder den Menschen nicht vernichtest wie ein Zahnarzt, der sagt, was, Sie Loser, alle Zähne haben Karies und beim Jobcenter sind sie auch noch, sie sind da eigentlich fast schon unwertes Leben. Also es gibt Zahnärzte, die Menschen so behandeln, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und deshalb ist es so wichtig, dass diese Unterschiede, die du machen kannst mit Empathie, mit echtem Interesse für andere, dann für dich auch zu einem Allein- oder zumindest zu einem Abgrenzungsmerkmal werden. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, deine Empathiefragen zu erstellen, die sowohl steuern als auch verstehen und Zugriff haben aus den Ressourcen vieler Kommunikationslehren, dann kannst du jetzt gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben nicht nur gute Berater in Bezug auf Finanzen oder auf Businesspläne und Finanzierung bei uns im Team, sondern auch Coaches und Verkaufsprofis, die nichts anderes machen als solche Verkaufsgespräche, aber auch solche empathiewirksame Gespräche abzubilden. Buche also jetzt nicht nur den Kanal, sondern auch dein kostenfreies Erstgespräch. Betätige Glocke, dann wirst du mich informiert über den nächsten Teil und ich wünsche dir viel Erfolg, ein noch empathischer Mensch zu werden, als du es vielleicht bist. Es werden nicht nur deine Kunden wertschätzen oder Mitarbeiter später, sondern natürlich auch im privaten Umfeld deine Mitmenschen. Ich wünsche dir viel Erfolg, dein Daniel Schäfer.